das ist im Prinzip ja das, was immer gefordert wird, nämlich dass durch so einen Ökostromvertrag ja auch neue Anlagen entstehen und damit mehr und mehr die alten Anlagen aus dem Netz gedrängt werden. Ja. Ja, hi, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Vielen Dank, dass ihr zu diesem Video eingeschaltet habt. Das ist erstmal das vorläufige Ende unserer Serie zum Thema Autostrom. Günstiger Laden, wie geht das? Wir haben euch in den vergangenen Videos, die sind schon ein bisschen her, wir verlinken sie auch in den Shownotes, darüber berichtet, welche Möglichkeiten es gibt, den Strom für euer Elektroauto ein bisschen günstiger zu bekommen als über den Haushaltsstrom. Wir haben da so verschiedene Modelle besprochen und eine Sache, die fehlte noch. Und das hat ein bisschen gedauert, weil wir da ein bisschen technische Probleme hatten, aber wir haben es irgendwie hinbekommen, wenigstens so halbwegs. Und zwar möchte ich euch gerne jetzt ein Interview zeigen, das ich geführt habe mit Rebecca und Thorsten von der Stromdau. Und die Stromdau, das ist ein Start-up-Unternehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, euch möglichst günstig mit möglichst grünem Strom zu versorgen. Wie das funktioniert, werden euch Rebecca und Thorsten in dem Video, das ihr gleich sehen könnt, gleich auch selber erklären. Dieses Video ist ein Skype-Mitschnitt, den ich gemacht habe. Leider habe ich, muss ich offen gestehen, an der Asche auf mein Haupt erst hinterher bemerkt, dass Skype ein bisschen eigenartige Bildschirmausschnitte wählt, sodass ihr in den folgenden Minuten teilweise Rebecca und Thorsten nur zur Hälfte seht. Ich bitte, das zu entschuldigen, es tut mir wirklich leid, aber ich glaube, der Inhalt, der wird euch für all das entschädigen. Viel Spaß also dabei, hört genau zu. Ich bin auch hier gespannt auf eure Kommentare. Ich bin sehr gespannt, ob das Modell, was die Stromdau euch anbieten kann, nicht nur für den Autostrom, sondern natürlich auch für Strom, den ihr zu Hause ganz normal im Haushalt verbraucht, ob das ein Modell ist, was euch interessiert. Ein Modell ist, von dem ihr der Meinung seid, dass es zukunftsfähig ist und dass es etwas ist, was eigentlich logisch ist im Rahmen der Energiewende. Genug der Vorrede, viel Spaß bei dem Interview. Herzlich willkommen, Rebecca. Herzlich willkommen, Thorsten. Hallo, Julian. Wicke. Schön, dass ihr Zeit habt für das Interview. Unsere Serie mit dem Thema Autostromtarife und überhaupt Stromtarife ist ja schon ein bisschen her, aber heute haben wir die Möglichkeit, sagen, mit euch mal zu sprechen. Vielleicht stellt ihr beide euch erstmal vor und so wie sie es gehört, Ladies first, Rebecca. Okay, genau. Also ich bin Rebecca, bin jetzt seit einem guten Jahr bei der Stromdau, habe sonst gebürtig Betriebswirtschaft studiert, hatte in dem Bereich Energie eigentlich recht wenig zu tun, kenne Thorsten über unser Ehrenamt im Bereich der Notfallseelsorge und da sind wir dann zusammengekommen, dass wir zusammen jetzt arbeiten. Genau. Thorsten Zörner, seit 15 Jahren in der Energiewirtschaft, hauptsächlich im Bereich der Digitalisierung und habe mir zum Ziel gesetzt, das, was wir normalerweise als Stromtarife kennen und wie wir Strom verstehen, komplett einmal umzukrempeln. So wie man bis vor kurzem nicht verstanden hat, was eine digitale Online-Bank ist und was es wirklich ist, wollen wir dasselbe machen, allerdings mit Strom. Okay, also ihr seid sozusagen ein Startup in der Startup-Szene, kann man das so sagen? Ein Startup in der Startup-Szene, ein Startup in der Energieszene, so kann ja man es sagen. Okay, so Strom-DAO, Currently, das sind so Begriffe, die man findet, wenn man nach euch sucht. Kannst du mal versuchen, oder Rebecca, ich mach's mal, fang mal bei dir an, kannst du mal versuchen, in 3 Sätzen zu erklären, was Stromdau und Currently ist und was ihr macht und was euch unterscheidet. Was wir machen, ist eigentlich, dass wir den Kunden aktiv an der Energiewende dran teilhaben lassen wollen. Wir schütten ihm quasi einen Grünstrombonus aus, wenn er seinen Stromverbrauch flexibel verschieben kann. Und nehmen da als Grundlage oder als Signalgeber einfach das lokale Angebot an Ökostrom. Das können wir aufgrund der Digitalisierung einfach darstellen. Mhm. Und das nehmen wir. Was wir sonst anders machen, ist, dass wir tatsächlich dem Kunden transparent aufzeigen können,
was genau er wann, zu welchem Zeitpunkt, wie viel Ökostrom nutzen konnte und einfach auch, was es ihm dafür bringt. Und was es ihm dafür bringt, da kann er selber aktiv dran teilhaben, weil wir ihm dann Anteile von Solaranlagen übertragen und die speisen dann für ihn ein und reduzieren dann am Ende seine Stromrechnung. Okay, das heißt, ihr seid also, Thorsten, die Frage an dich, seid ihr also auch ein, sage ich mal, klassischer Stromlieferant, Grünstromanbieter oder seid ihr doch irgendwie ein bisschen anders? Wir sind wie ein klassischer Stromanbieter. Bei uns gibt es 24 Stunden am Tag tatsächlich Strom. Mhm. Was wir eben unterschiedlich machen, ist gerade bei Stromtarifen, wenn man sich anguckt, was ein Stromtarif ist, ist es eigentlich nur außer bei uns eine ganz große Marketingblase, denn wir bekommen alle den Strom, der aus der im Netz lokal geringste Wegstrecke, wo die Erzeugung auch immer herkommt. Man spricht dann von bilanziell. Mhm. So ist es dann möglich, dass eine große Umweltschutzorganisation den Braunkohlestrom mit Solar anreichert und den einmal quer durch Deutschland pustet. Das ist die bilanzielle Seite. Physikalisch funktioniert das ein bisschen anders. Und da kommen wir dann auch wahrscheinlich irgendwann zu Strompreisen zu sprechen. Mhm. Wir gucken uns halt auf der einen Seite die Physik an, auf der anderen Seite die bilanzielle Sache. Und auf der eigentlich die wichtigste Sache ist, Transparenz zu schaffen und durch Transparenz überhaupt die Möglichkeit zu geben, nachhaltig zu handeln. Mhm. Rebecca, du hast gesagt, bei euch gibt es kein, so habe ich es verstanden, keinen fixen Stromtarif. Also es gibt quasi ein, wie bei anderen auch, einen Grundpreis und einen Arbeitspreis. Wir haben aber als Preissignal für den Arbeitspreis halt das lokale Angebot an Ökostrom. Mhm. Und anhand dessen kann man, also unsere Kunden bekommen eine Vorhersage in den nächsten 24 bis 36 Stunden, wie viel bei ihm regional, dezentral vor Ort an Ökostrom vorhanden sein wird. Und anhand dessen, also wir nennen das Grünstromindex, anhand dieses Grünstromindexes kann der Kunde einfach sehen, wann ist viel Ökostrom da, wann ist weniger Ökostrom da. Und je höher der Grünstromindex ist, umso höher ist der Bonus, den wir ihm damit ausschütten. Und deswegen reduziert sich dadurch sein Arbeitspreis. Und die Theorie da hinten dran ist eigentlich, Netzstrecken zu reduzieren, also Intelligenz statt Kupfer. Die Intelligenz steckt beim Verbraucher. Der Verbraucher kann seinen Strombedarf ausrichten, wann er lokal da ist. Das spart uns Geld, weil wir eine kürzere Strecke haben, wo es durchs Netz transportiert werden muss und gibt der lokalen Wertschöpfung, dem Verbraucher, die Möglichkeit, auch tatsächlich aus der Region den Strom zu beziehen. Im Gegensatz dazu, es bringt halt nichts, wenn ein Börsenstrompreis in ganz Deutschland nieder ist, wenn irgendwo in einem Ortsnetz aber trotzdem die Trafos glühen, weil momentan der Strombedarf zu hoch ist. Genau. Ein zweiter Ansatz, der da noch mit hinter ist, warum wir die Netzstrecke reduzieren wollen, ist einfach, dass dadurch ja auch die CO2-Emissionen reduziert werden, weil ich einfach mit weniger Netzstrecke weniger Netzverluste habe. Mhm. Dadurch, dass wir ja das alles digital abbilden können und auch sehen können, wann hat welcher Kunde denn wie viel Kilowattstunden verbraucht und wie hoch war da der Grünstromindex. Dessen können wir auch sehen, wie viel musste denn überregional gepuffert werden, wie viel Netzverluste hatte er. Und da arbeiten wir mit Plan for the Planet zusammen und kompensieren tatsächlich dann auch die CO2-Emissionen, die halt anhand der Netzverluste, die wir auch nicht minimieren oder abkompensieren können, die kompensieren wir und so, dass unsere Kunden tatsächlich auch aus der Steckdose klimaneutralen Strom haben. Also nicht nur bei Erzeugung, sondern auch tatsächlich beim Verbrauch CO2-neutral sind. Thorsten, vielleicht musst du uns nochmal erklären, woher ihr beide wisst, wie viel Grünstrom bei mir um die Ecke erzeugt wird. Kein Kunstwerk. Überhaupt kein Kunstwerk. Die Antwort ist ganz langweilig. Wir benutzen das, was an öffentlichen Daten ohnehin verfügbar ist. Das sind solche schlimmen Begriffe wie Master, das Marktstammdatenregister. Es gibt mehr oder weniger das gesamte Stromnetz in Deutschland eine lückenlose Dokumentation, wie es aussieht.
zumindest jetzt mal die groben Infrastrukturkomponenten. Die nutzen wir, haben die ja mittlerweile seit 7 Jahren in einem Index zusammengepackt, in einem großen Graphen. Und ja, eigentlich reine Digitalisierung. Langweilig ohne Ende, das Ganze könnte man auch zu Fuß machen. Ein Computer kann das deutlich schneller, der berechnet das innerhalb von ein paar Sekunden und braucht natürlich auch massiv Statistik. Ich würde es ein bisschen AI noch nennen, aber ja. Also ich finde es überhaupt gar nicht, ich finde es gar nicht langweilig, ich finde es wahnsinnig spannend, weil ich meine, bei uns läuft jetzt auch zum Beispiel unsere PV-Anlage, speist Strom ein und hier sind im Ort eine ganze Menge PV-Anlagen und 5 Kilometer entfernt stehen mehrere große Windkraftanlagen, die heute sicherlich auch noch arbeiten. Das heißt, ihr habt Zugriff auf diese Anlagen oder habt ihr Zugriff auf die statistischen Werte dieser Anlagen? Die statistischen Werte, also dein Verteilnetzbetreiber, das ist geregelt in Deutschland, muss eine Prognose abgeben und die auch öffentlich machen, wie viel Strom er denn momentan gerade hat. Muss dafür eine Prognose für den Folgetag abgeben, daher kommen auch 24 bis 36 Stunden. Muss die melden an die Übertragungsnetzbetreiber, weil andere Marktteilnehmer, nehmen wir mal ein konventionelles Kraftwerk, richtet sich ja daran aus. Die wollen ja nicht verkaufen, wenn gerade ein Überangebot ist. Mhm. Und ahnen natürlich auch ihre Betriebszeiten. Deswegen sind diese Daten auch sehr öffentlich über die Markttransparenz gegeben. Und die muss man eigentlich nur nutzen. Okay. Rebecca, was bedeutet denn das für mich als Kunden, wenn ich oder jemand anders bei euch Kunde wird? Werden dem Messgeräte zu Hause eingebaut? Wie stellt sich das dar als für den Kunden? Also per se ist es der Wechsel zu uns, ist wie bei jedem anderen auch, gefühlt 3 Klicks und dann ist das Ganze erledigt. Und dann habe ich erstmal nur einen anderen Drittanbieter. Wenn ich möchte, dann können man, oder ich sag mal, das Optimum rauszuholen, dass wir wirklich die fernauslesbaren Daten auch zu Hause haben, um dem Kunden auch sagen zu können, also der kann nachgelagert sehen, die letzten 24 Stunden, wie war denn der Grünstromindex und wie habe ich denn meinen Verbrauch daran angepasst. Das können wir tatsächlich auch nur mit den schönen Smart Mietern sehen. Wir haben da einen Kooperationspartner, der das macht. Das ist aber nicht zwingend bei uns. Also natürlich ist es so, wenn ich die Motivation habe, wirklich das meiste rauszuholen und auch sagen zu können, und mein Strommix ist einfach grüner als der von meinem Nachbarn, obwohl wir den gleichen Strommix eigentlich haben, aber ich habe es verlagert auf halt mein lokales Angebot. Dann ist es natürlich schon so, dass es mit einem intelligenten Messsystem da die Grundlage geschaffen werden muss. Wenn aber gesagt wird, zum Beispiel der Hauseigentümer, weil man zur Miete ist, möchte das nicht, dann kann das auch mit dem guten Ferraris Drehstromzähler beibehalten werden. Dann schätzen wir halt einfach die Verbrauchswerte und sehen den stufen den Grünstrombonus darauf ein. Wenn jetzt sich der Netzbetreiber bei mir meldet, das ist ja jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten bei vielen, vielen von uns der Fall. Ich habe nämlich auch noch so einen alten Drehscheibenzähler und sagt, wir kommen jetzt bei euch vorbei, wir machen jetzt einen neuen Zähler rein. Muss ich da auf irgendwas Besonderes Acht geben, dem irgendwas Besonderes sagen? Oder, weil soweit ich informiert bin, gibt es ja digitale Zähler, die sozusagen einen Gateway nach draußen haben und solche, die das nicht haben. Oh, jetzt ist es ganz kompliziert. Also seit 1.1., aber allerdings, das ist nicht unser Geschäft, gibt es ja den oder hat ja der Rollout von Smart Meter Gateways begonnen und den Smart Metern. Das heißt, er wird heute eigentlich nicht mehr einen elektronischen Zähler ohne Fernauslesung verbauen, der nicht dieser Norm entspricht. Das darf er nämlich eigentlich gar nicht. Und momentan sind 3 Gateways unterstützt. Alle 3 Gateways können wir genauso auslesen wie alle anderen. Das ist eigentlich auch in dieser der technischen Spezifikation, wie das so zu funktionieren hat, vorgesehen. Das heißt aber, der Smart Meter, der bei mir dann auch sicherlich in den nächsten Wochen oder Monaten oder auch, keine Ahnung, Jahren eingebaut wird, je nachdem, wie schnell die da sind, der muss dann schon eine Anbindung ans Internet haben. Er muss eine Anbindung haben. Heute werden ja auch Telefongespräche übers Internet geführt. Also
ich tue mir ein bisschen schwer mit dem übers Internet, das klingt immer wie öffentlich, ungeschützt etc. Da hat man sich dem BSI sei Dank sehr viel Mühe gegeben, dass es jetzt nicht das Internet-Internet ist, sodass ich versehentlich zwischen YouTube-Surfen auch noch ein paar Smart-Meter-Daten übermittle. Aber also quasi ja, eine Kommunikationsstrecke. Ja. Nach dem Internetprotokoll. Ja. Rebecca, viele bei uns in der Elektroauto-Gruppe und in der ganzen Community berichten immer wieder ganz stolz, sie laden zu negativen Börsenstrompreisen. Also sie kriegen Geld, wenn sie ihr Elektroauto zur richtigen Zeit laden. Mhm. Geht es bei euch auch? Geld kriegen tatsächlich nicht. Also wir wissen, dass Strom einfach auch was kostet. Wir sind auch Gegner vom Börsenstrompreis, deswegen haben wir auch mit der Börse einfach nichts zu tun, weil uns einfach das Problem ist, was brauche ich denn an der Börse? Da kaufe ich nur das ein, was ich an Netzverlusten kompensieren muss, und das ist halt leider meistens fossile Kraft, die dahinter ist. Deswegen finden wir das von unserer Motivation her einfach nicht so sexy. Wir haben dann einfach nur das so, wenn der, also unser Preissignal ist halt nicht der Börsenpreis, sondern das lokale Angebot von Ökostrom. Ja. Und wenn man dann bei uns sind es dann nicht die negativen Stunden, sondern halt die grünen Stunden, zu denen man laden kann. Und da ist der Bonus einfach höher. Und dadurch kann ich mir dann einfach schneller mehr Solarzellen wandeln. Und dadurch reduziert sich langfristig gesehen auch schneller meine Stromrechnung, weil ich ja dann mehr Kilowattstunden selber einspeise, die schreiben wir dem Kunden gut, weil je mehr Solarzellen er hat, desto mehr kann er einspeisen, und dann reduziert sich auch seine Stromrechnung, aber nicht anhand von negativen Börsenpreisen, sondern anhand dadurch, dass einfach bei ihm dezentral viel Ökostrom vorhanden war. Und okay, also es geht. Die Aussage ist übrigens bei uns genau gleich. Auch bei uns verdienen quasi die Kunden. Denn wenn man sich das mal mit den negativen Strompreisen anguckt, gehen die immer von einem Sockelwert aus. Und wenn ein Sockelwert, also ein Grundarbeitspreis von 25 Cent, dann muss also schon der Börsenstrompreis bei minus 250 Euro liegen, damit ich überhaupt auf Null komme. Das war jetzt komischerweise wenigstens mir bekannt noch nie. Ich glaube, unter groß 100 Euro die Megawattstunde war der Börsenpreis noch nie. Also so ganz kostenlos ist es dann auch nicht. Natürlich, ich spare. Und bei uns ist es eben so, wenn ich in einer Region bin, wo viel Photovoltaik ist und keine Windkraft, weil da kann man es schön sehen, habe ich das, was ich an einem Börsenpreis an Schwankungen habe, im positiven wie auch im negativen Bereich, eigentlich immer in allen 24 Stunden einmal. Ja, klar, logisch. Die Sonne geht also nur einmal am Tag auf. Schön bei uns. Und man kann es sogar richtig schön prognostizieren. Also ich kapiere Börsenhandel nur so rudimentär. Das lasse ich lieber, überlasse ich lieber Brokern und Zockern, die da drauf zocken wollen. Mhm. Aber ich kapiere das Wetter. Das hat man mir seit Kindheit gedenken gesagt, dass eben mittags meistens die Sonne scheint und nachts eben selten. Das ist nachvollziehbar. Wind ist ein bisschen komplizierter, aber das ist sehr nachvollziehbar. Und so wie, also das, was da schwankt an Geld, ja, her, ist bei uns derselbe Ausschlag, nur dass es eben nicht der Börsenstrompreis ist. Okay. Ihr habt ja jetzt schon mehrfach diesen Grünstromindex angesprochen, den ihr quasi berechnet. Ich habe mir das hier mal auf meinem anderen Laptop nebenher hier mal aufgemacht, und zwar für meine Postleitzahl in Brandenburg. Und ich sehe da nur graue Balken, die so ein bisschen rauf und runter gehen. Und ich habe mir das vorhin auch mal für einen anderen Ort angeschaut. Da gab es graue, gelbe und grüne Balken. Ja. Wir blenden dann in dem Video jetzt auch mal diesen Screenshot ein von bei uns hier. Graue Balken heißt, es gibt wenig Grünstrom. Ja. Oh, okay. Obwohl die Sonne draußen scheint. Obwohl die Sonne draußen scheint. Man muss auch bedenken, dass es auch noch Verbraucher gibt, die ihn wegnehmen. und Verbrauch ebenfalls am Schwanken ist. Verbrauch ist nicht unbedingt wetterabhängig, ist sehr viel temperaturabhängig. Ganz ehrlich, ich kenne jetzt deine Postleitzahl nicht, da müsste man jetzt mal wirklich nachgucken. Bislang, also ich habe schon in der Vergangenheit ganz häufig, wo dann eine Anfrage kommt, man kann es halt immer relativ gut erklären, was jetzt genau für die Balken die es sind.
Im Jahresschnitt wird es bei dir genauso viel grüne Balken. Also das sind die Zeiten geben wie bei jedem anderen in Deutschland. Also nur die Zeiten sind eben anders. Okay. Weil an jedem Ort habe ich andere Bedingungen vorliegen, andere Verteilungen vorliegen. Beim einen ist eben die Windkraft sehr dominant, beim anderen die Photovoltaik. Beim dritten sind es die Verbraucher, die mit sehr viel Wärme, Strom, also wo man für Wärmestrom braucht. Ja. Es gibt eine Region in Deutschland, so um Freiburg zum Beispiel rum, da ist der meiste Grünstromanteil im Winter. Warum? Weil, also im Winter bei Hochdrucklagen, warum? Weil das ist schönes Wetter, also es scheint die Sonne, es gibt nur, fast nur Photovoltaik und der Anteil von Passivhäusern ist extrem hoch, ja, wesentlich höher wie an anderen Orten in Deutschland. Super, ja, klasse. Dem muss man Rechenschaft legen. Dagegen, wenn es dann November ist eher so tristes Wetter. Und wenn es da erneuerbaren Strom gibt, dann ist der aus Windkraft. Dann sieht Freiburg schlecht aus. Ja. So, Januar, Februar rum, super. Da haben wir in Brandenburg natürlich. In Deutschland. Da haben wir in Brandenburg einen Vorteil. Herr Becker, wie sieht denn das jetzt für den Kunden ganz praktisch aus? Wie bekommt er seine sozusagen Stromindex- oder Grünindex-Prognose geliefert? Kriegt er die per Post einmal im Monat oder wie macht ihr das? Also, wenn der Kunde bei uns in die Belieferung geht, dann bekommt er Zugang zu seinem Kundenkonto, wir nennen es halt Stromkonto. Das geht sowohl über einen Laptop als auch über eine App. Da können wir das mit verknüpfen. Da sieht er zum einen einmal seinen Grünstromindex, wie du ihn jetzt ja bei dir auch gesehen hast. Dann sieht er, wie viel Grünstrombonus er schon hat, wie viel er davon schon getauscht hat, wie viel Kilowattstunden sein Anteil von seinen Solarzellen bereits erzeugt hat, damit er genau weiß, okay, wenn bei mir jetzt die Jahresabrechnung kommt und ich habe 2000 Kilowattstunden verbraucht und meine Solarzellen haben 100 Kilowattstunden eingespeist, dann muss ich halt nur für 1100 bezahlen. Okay. Dann sieht er erst noch unseren Marktplatz, auf dem er halt die Zellen tauschen kann. Oder wir automatisieren ihm das auch, wenn er da selber keine Lust hat, dass sobald er wieder so viel Bonus, dass er die nächste Zelle haben kann, dann kriegt er die halt auch schon gleich. Und danach sieht er, falls er einen Smart Meter hat, wie er den im letzten Tag seinen Verbrauch geschaltet hat in Abhängigkeit zum Grünstromindex. Und das ist eigentlich auch der ganze Spaß daran. Und was wir halt auch jetzt auf der App sehen können, ist, dass wie viel CO2 er insgesamt schon seit Beginn der Belieferung verbraucht hat oder emittiert hat, wie viel CO2 sein Baumanteil schon kompensiert hat und wie klimapositiv er gerade ist. Erden. Ja, oder Welt. Das heißt aber, dass im Prinzip, wenn ich nicht technisch sehr aufrüste, ich sozusagen selber immer ein bisschen im Hinterkopf haben muss, wann mache ich heute die Waschmaschine an, wann den Geschirrspüler, wann lade ich das Auto oder wie programmiere ich vielleicht meine Wärmepumpe? Also du kannst das machen. So, was wir eben auch von Rückmeldung von unseren Kunden bekommen ist, am Anfang gucken sie nach, automatisieren auch ihre Sachen und dann irgendwann fahren sie in die Garage rein, also laden E-Auto, typischer Fall, ich komme abends irgendwann nach Hause, muss jetzt dann doch mal laden oder denke gerade nach über das Laden. Ich habe ein natürliches Gefühl dafür, wie das Wetter ist. Das ist auch der ganz große Vorteil. Ich habe kein Gefühl, wie heute der Börsenstrompreis ist. Also kann ich eigentlich auch bestätigen, aus zum Beispiel meiner Erfahrung, als wir damals die PV-Anlage gebaut haben, da ist man immer in den Keller gerannt und hat geguckt. Und inzwischen weiß man, die Sonne scheint, macht die Spülmaschine an oder wie auch immer. Genau. Okay. Also man kriegt ja ein natürliches Gefühl dafür. Irgendwann hat man, also am Anfang guckt man wirklich händisch nach, dann guckt man, als der Spieltrieb geweckt ist, also Entschuldigung, ich bin so einer, der optimiert dann erstmal Wärmepumpe, Auto und Co., dass da alles geladen wird oder dass das alles funktioniert. Und irgendwann muss man mal ganz ehrlich zu sich sein, so Tage wie heute hier, bei uns scheint gerade voll die Sonne, bei uns ist mehr oder sehr viel Photovoltaik vorhanden. Ich weiß genau, dass ich jetzt zum Beispiel im Moment gerade mein Auto am Laden bin, weil da der Grünstromindex auch bei mir in der Region hoch ist.
Also was man auch machen kann, wir haben relativ viele Integrationen, in denen wir den Grünstromindex integrieren können. Ob das jetzt Alexa ist, die man dann zu Hause fragen kann, die sagt einem dann auch, wann ist es besser, dass man dein Grünstromindex bei dir am Standort beträgt aktuell 68 Punkte. Optimiere deine Stromnutzung morgen um 3 Uhr, reduziere deinen Stromverbrauch. Ich wollte übrigens schon immer mal machen, ob das die Alexa versteht, weil es werden ja auch ein paar der Zuschauer von dem Kanal werden ja auch eine Alexa zu Hause haben. Und da könnte man jetzt mal sich einfach den Witz erlauben, Alexa, frage currently, wann der Strom grün ist. Genau. Die Antwort, die Alexa dann geben wird, ist eine ganz klare Verbrauchsempfehlung. Verbrauche mehr Strom um so viel Uhr, verbrauche weniger Strom um so viel Uhr. Na, das ist doch klasse. Wir können auch Wallboxen programmieren, dass die Wallbox weiß, okay, ich brauche irgendwie die nächsten 8 Stunden bin ich zu Hause, ich brauche irgendwie 3, um meinen Akku auf 70% zu bekommen, dann suche ich mir die 3 grünsten Stunden aus. Also das können wir alles auch integrieren. Und ansonsten ist es ja immer noch, wenn ich halt dann gerade mal Fernsehen gucken möchte, weil ich Lust habe, Fernsehen zu gucken, dann gucke ich halt Fernsehen. Geht das eben auch, ja. Wenn da jemand eine Frage hat, kann man sich dann direkt an euch wenden? Also zum Beispiel zur Programmierung von Wallboxen und solchen Sachen? Ja. Sehr cool. Also mit dem Entwickler von OpenWB sind wir zusammen. Im OpenEMS sind wir sogar, also OpenEMS für generelles Energiemanagement, also das offene Energiemanagementsystem. Da sind wir sogar im Vorstand mit dabei. Super. Und Gründungsmitglied, ja. Klasse. Ja. Super. Jetzt habe ich noch eine Sache am Schluss, die habe ich euch in dem kurzen Vorgespräch schon so kurz verraten und überfalle euch jetzt mal sozusagen damit. Ich habe heute eine Nachricht bekommen, es gibt einen neuen Ökostrom-Report von Robin Wood und den habe ich vor der Sendung, oder nicht vor der Sendung, YouTube-Sprech, sondern habe den, bevor wir das Interview gestartet haben, mir mal kurz angeguckt und da werden 4 Hauptkriterien genannt, die ihr aus meiner Sicht alle total erfüllt, nämlich Nummer 1, ich lese das mal kurz vor, ist 100% Ökostrom. Ja. Okay, ihr nickt, prima. Nummer 2 ist komplette Unabhängigkeit von Atom- und Kohlekonzernen. Auch ja. Könnt ihr auch nicken, prima. Eine Zusätzlichkeit, das heißt, bei euch Kunde zu sein, fördert die Energiewende. Würde ich auf jeden Fall sagen. Also wir machen es ja so, jetzt greife ich dir mal vor, weil ich das sagen möchte. Die PV-Anlagen, die wir aktuell bei uns im Portfolio haben, die übertragen wir ja an unsere Kunden. Das ist ja das, was wir anstelle von, ich habe einen Treuebonus, ich habe eine Wechselprämie machen, mit uns unseren Kunden geben. Wenn irgendwann unser Portfolio leer ist, ist somit unser Geschäftsmodell leider auch nicht valide, wenn wir keine weiteren Anlagen dazu holen. Also müssen wir unser Marketingbudget nehmen und damit in Neuanlagen investieren und unsere Kunden zwingen uns einfach dazu, mehr zu investieren. Je grüner sie sich verhalten, desto schneller müssen wir in Neuanlagen investieren. Ich mache das einfacher und jetzt greife ich dir wieder vor. Ich habe eben heute die Möglichkeit, iPhone, Küchenmaschine oder etwas für die Energiewende zu tun. Ja, da hast du wohl recht, ja, genau. Und dann ist hier noch der Punkt 4, aber der ist eigentlich wieder Punkt 2, nämlich kein Geld für Kohle und Atomstrom. Das habt ihr aber entsprechend schon eben gesagt. Und jetzt ist das Verrückte, dass... Weiter, bitte? Weil genau dieses Netzverluste, also Ökostrom, der eingespeist wird, dann allerdings über die Wegstrecke verkohlt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde mal sagen, wir sind momentan der einzige oder einer der wenigen Anbieter, die das berücksichtigen und wir das Geld in die Hand nehmen, um den Strom wieder sauber zu machen. Das habt ihr angesprochen. 71 Bäume, die wir dafür gepflanzt haben, sind da schon mal ein Anfang eines Beweises. Ja. Super. Und jetzt kommt das Verrückte. Ihr taucht aber in der Liste der empfohlenen Ökostromanbieter gar nicht auf. Also da sind halt so bekannte Anbieter wie Schönau und Greenpeace Energy und wie sie alle heißen, Naturstrom, Polarstrom und so weiter und so fort. Man kann dann unten drunter in so ein Suchfeld euren Namen eingeben und ihr werdet auch gefunden, was ich schon mal sehr cool finde. Und dann steht halt da keine Bewertung, weil ihr ein ganz anderes Unternehmenskonzept irgendwie verwendet. Das ist auch das Problem, ja. Genau, also wir haben mit Robin Wood haben wir jetzt schon häufiger auch telefoniert, um denen das zu erklären, was wir machen. Ich glaube einfach, dass wir noch zu innovativ sind, dass man das einfach noch, also ich sag mal, wir haben auch Kunden, die einfach mal aus gut Vertrauen zu uns wechseln.
dann verstehen, dass sie quasi mehr bekommen oder einfach auch aktiver daran teilhaben können, dass Strom nicht mehr so langweilig ist, sondern ein bisschen sexy wird, weil ich selber für mich was tun kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, noch einfach sehr neu. Ja. Aber ich finde es extrem sexy, um das Wort mal aufzugreifen. Ich finde das unheimlich spannend und ich kenne auch viele bei uns aus der Gruppe und aus der Szene, Szene in Anführungszeichen, positiv natürlich gesehen, die eigentlich auf so ein Produkt, was ihr dort anbietet, eigentlich schon seit Jahren warten und sagen, ich möchte mich ja danach richten, aber mein bisheriger Stromanbieter, der bietet sowas nicht an, in keinster Weise. Letzte Frage an euch. Ihr habt es ja mitbekommen, am Wochenende hieß es wieder Strompreiserhöhung der überregionalen Anbieter. Wir hatten Anfang des Jahres schon Strompreiserhöhung der lokalen Anbieter, einmal 5, einmal 8%. Thorsten, die letzte Frage geht an euch beide und Rebecca. Ich habe in dem Interview von dir, Thorsten, aber es geht ja an euch beide, gelesen, euer Angebot ist eigentlich die beste Möglichkeit, sich langfristig dagegen zu wehren und was dagegen zu stellen. Könnt ihr das nochmal kurz erläutern? Genau, also wenn wir machen ja mit unseren Kunden diesen Übergang von den Solarzellen, die sie haben, die sie sich ja mit ihrem eigenen Verbrauch einfach erwerben, ohne dass sie eine Investition dafür tätigen müssen. Also egal, wie ich meinen Strom verbrauche, unser Kunde kommt nicht davor weg, dass er Solarzellen bekommt. Für Mieter finde ich das eigentlich recht cool, weil sie dann auch selber eine PV-Anlage sich holen können, ohne ein eigenes Dach zu haben. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Bevor jetzt gleich die Leute aufschreien, kommt ihr dann zu denen nach Hause und schraubt denen die Solarzellen irgendwie auf den Balkon? Nein. Aufgrund der Digitalisierung können wir einfach nur genau kleinstanteilig sagen, wie viele Anteile gehören welchen Kunden, wie können wir die zuschreiben. Wir machen das mit der Blockchain-Technologie, dass wir das genau zuteilen können und auch genau zurechnen können, sag ich mal. Und so viel, wie dann diese Zellen über das Jahr eingespeist haben, so viel reduzieren wir dann die Stromrechnung, sodass ich über die Jahre hinweg quasi meinen kompletten Verbrauch mir in eine Solaranlage erzeugen kann und dadurch einfach keinen Arbeitspreis mehr zahlen muss. Natürlich haben wir immer noch den Grundpreis. Also anders, man muss weniger Kilowattstunden eigentlich bezahlen. Ja. So muss man es eigentlich richtig sagen. Oder so ist es eigentlich. Damit, dass ich weniger Kilowattstunden zahlen muss, tun sich es ist eine aktive Strompreisbremse, weil eine Erhöhung sich dann eigentlich nur noch auf einen geringeren Anteil. Mhm. Und wir sind genauso, ich will jetzt nicht die EEG-Umlage sagen. Aber wenn sich die EEG-Umlage erhöht oder wenn sich die Mehrwertsteuer erhöht, erhöht sie sich eben ursprünglich mal auf meinen gesamten Verbrauch. Aber desto länger ich bei uns bin, desto weniger Anteil von meiner Stromrechnung, wo ich zahlen muss, bezieht sich dann die Erhöhung. Kann man denn dann bei euch auch in Anführungszeichen mal, ich sage jetzt einfach mal, eine Einzahlung machen und sagen, hier, ich gebe euch mal, ich sage jetzt einfach mal 1.000 Euro, investiert das mal bitte in eure Anlagen und habe sozusagen baue damit meine eigene Anlage, geht sowas? Ja. Ja. Also das geht auch. Also man kann bei uns halt einmal nachgelagert über seinen Verbrauch und den Grünstromindex den Bonus bekommen, aber man kann auch sagen, ey, ich habe jetzt Bock, also wir haben tatsächlich auch die Leute, die dann spielen, also die sehen ja auch unserem Marktplatz mit dem Portfolio sehen Sie die Solaranlagen als virtuelles Kraftfeld und die basteln sich da Smileys und Herzen und Initialien und ich weiß nicht was. Und wenn die jetzt sagen, okay, mir fehlt irgendwie noch einer, aber ich möchte mein Bild jetzt zu Ende bauen, dann können die sich halt auch einfach für einen kleinen Preis noch mehr Bonus dazu kaufen und können halt weiter basteln. Und ihr habt die Möglichkeit, das Geld, oder was ihr bekommt oder diese Boni auch tatsächlich dann immer mittelfristig in Solaranlagen umzuwandeln? Müssen wir. Naja, aber ja, ich frage ja nur, weil ich meine, gucken wir uns zum Beispiel den Modell. Also unser Geschäftsmodell basiert eigentlich darauf, es gibt PV-Anlagen, die werden verteilt. Also es gibt ein Angebot, das Angebot wird verteilt an die Kunden, weil es irgendwann verteilt ist. Müssen wir dafür sorgen, dass wieder Neues nachkommt, was verteilt werden kann. Und ja, irgendwo sind wir in der Wachstumsphase drin. Momentan müssen wir noch Anlagen dazu kaufen. Wow, super.
Und das ist im Prinzip ja das, was immer gefordert wird, nämlich dass durch so einen Ökostromvertrag ja auch neue Anlagen entstehen und damit mehr und mehr die alten Anlagen aus dem Netz gedrängt werden. Ja. Super. Und vom Geschäftsmodell her muss man auch wirklich sagen, es ist nicht so, dass Anlagen existieren und dann ja im Prinzip ihren Gewinn, ihren Soll erfüllen damit, dass sie einfach nur vorhanden sind, sondern wirklich durch das, dass der Kunde Strom verbrauchen muss ja dann auch, gegen den es dann gerechnet wird, ist es immer von der Kundenseite her bedarfsgetrieben und so. Okay. Also wenn man es jetzt mal in ganz großen Zahlen, da sind wir leider noch ein bisschen davon entfernt, dann kann man sagen, wir tun eigentlich für einen bedarfsorientierten regionalen Aufbau von Erzeugungssorgen. Super. Kann sich bei euch auch jemand melden, der sagt, hier, ich habe Flächen, Dachflächen, was auch immer. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr bei mir bauen. Geht sowas auch? Ja. Warum sowas dann immer ein bisschen komplizierter ist, wir müssen das, was wir an unseren Kundenstamm haben und was wir an ihren Strom liefern, in irgendeiner Form synchron halten mit den Anlagen. Jemand, der heute eine Anlage hat oder auch jetzt die ersten EEG-Ausläufer, die wollen meistens eine Antwort innerhalb von ein paar Wochen haben. Bei uns kann es passieren, weil wir eben wirklich skalieren müssen, also richtig skalieren müssen, dass man dann etwas länger wartet, bis man dann eine Antwort bekommt oder und dann es aber auch mal ganz schnell gehen kann. Okay, cool. Ist ja auch ist eine spannende Sache. Ja, Rebecca, Thorsten, ich finde es wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so einen wirklich tiefen Einblick gegeben habt in die Sache. Und ich glaube, ganz, ganz viele, die werden jetzt mal ganz intensiv darüber nachdenken, wer der nächste Stromanbieter sein wird, weil ich glaube, dass das ein Modell ist, was es so, also ich kenne es zumindest von anderen noch nicht. Ist natürlich jetzt keine Werbung. Wir bekommen jetzt auch kein Geld von euch dafür, dass wir das Video machen. Aber als Alternative zu den bekannten Angeboten, die es so gibt, ist es, glaube ich, eine ganz coole Sache. Dann an der Stelle sage ich schon mal tschüss, werde jetzt mal die Aufzeichnung beenden gleich. Ihr bleibt noch kurz dran. Ich drücke nur auf den Knopf und sage erstmal danke fürs Interview. Winke, winke. Tschüss. Mal ciao. Schönen Dank fürs Zugucken. Bitte denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Drückt bitte die Alarmglocke, dann seid ihr nämlich immer informiert, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. In dem Sinne.